Alles klar, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter. Freunde, gute Nachrichten. Ich habe nochmal nachgeforscht im Internet und habe herausgefunden, wo es die, wie wir die Kappa-Nebenmissionen machen sollen. Das war ja die hier. Und ich hatte lange, lange Probleme, den Ort davon wiederzufinden, weil es da keine Markierung auf der Karte gab. Obwohl ja hier drauf steht, mit Viereck soll man Missionsziele anzeigen und verbergen können auf der Map. Das war aber nicht so. Ich habe einfach keinen Marker gefunden. Das muss ein Bug sein. Aber per Google habe ich wieder rausgefunden, auf welchem Kartenteil wir hin müssen. Und zwar ist das hier. Haben diese Kartenteile eigentlich Bezirksnamen? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Hier wird nichts angezeigt. Aber wenn ihr euch mal anschaut, wie dieser Block hier aussieht, der hat so eine ganz prägnante Form hier. Ne? Kein Quadrat, sondern eher so ein. Kann es nicht definieren, was es für eine Form ist. Egal, ihr seht, dass das hier so eine Ausbuchtung noch hat. Ansonsten wäre es wirklich ein Quadrat. Und das ist hier so in dem, ich sag mal, südöstlichen Teil von Shibuya. Na, hier unten hat es irgendwo angefangen, das Spiel. Und dann sind wir bald hierher gekommen. Jetzt ist auf einmal wieder eine Markierung da. Ja. Und das ist genau hier, wie ihr seht. Orientiert euch am besten an diesem Bezirk im Südosten von Shibuya zwischen diesen beiden quadratischen Grundstücken hier, die so ein bisschen wie Grasflächen aussehen. Und da ist das innerhalb von diesem Mall-Gebäude. Das ist ein ganz schön großer Open World, fällt mir gerade mal wieder so auf. Naja, wir haben es jedenfalls geschafft. Wir können die Nebenmission endlich mal machen. Das hat wahrscheinlich dein Shirikodama. Mit Kappa ist nicht zu Spaß. Ja. Ich hole es, keine Sorge. Und jetzt habe ich auch gehört, dass der Geist sagt, er hat eine Gurke auf den Sockel da gelegt. Man versteht die manchmal nicht wirklich gut. Was war denn das? Warum ist die Musik? Ach so, der andere wieder. Also hier die Gurke drauflegen. Ja. Versteck dich hinter der Statue. Alles klar. Und da ist es, das Drecksvieh. Guckt's euch an. Und was jetzt? Versteck dich und warte, bis es frisst. Wir schlagen zu, wenn es abgelenkt ist. Also abwarten. Muss ich warten, bis es die Gurke frisst, oder wie? Mit der Geistersicht werden seine Spuren sichtbar. Spuren? Das Ding schwimmt doch. Was denn für Spuren? Das ist wahrscheinlich auch wieder super anspruchsvoll, den Kappa zu kriegen. Ja, die Gurke ist genau hier, wo ich bin. Was platscht denn hier eigentlich so? Jetzt schwimmt er einmal eine Runde hier und dann nimmt er sich den Snack oder wie? Auch super anspruchsvoll. Und für so ein Heckmeck habe ich mich verrückt gemacht. Das war schwierig. Rede mit dem Jungen. Hier ist ein Shirikodama, Kleiner. Jetzt kannst du wieder weg, oder? Stimmt, du hast recht. Ab jetzt hältst du dich von Yokai fern. Besser ist das. Also für alle, die auch Probleme mit der Kappa-Quest hatten, sei diese Folge wärmstens ans Herz gelegt. Keine Ahnung, was du meinst. Gut. Das hatten wir noch auf unserer To-Do-Liste. Hier ist jetzt auch eine Kappa-Markierung. Krass, okay. Ja, machen wir weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das müsste das hier gewesen sein. Onten-Schrein. Wir reisen mal dahin. Beim letzten Mal haben wir quasi vor so einem creepy Mehrfamiliengebäude stehen geblieben. Und dann machen wir jetzt mal weiter. Auf dem Weg zu dem Kappa habe ich auch ein bisschen Munition aufgefüllt.
und habe noch so eine kleine Geisterwürfel-Aktivität abgeschlossen, war aber nicht der Rede wert. Wobei sie relativ anspruchsvoll war tatsächlich, habe sie aber mit Bravour gelöst. Ihr habt eigentlich nichts verpasst. Ne? Das habt ihr ja auch schon mehrere Male gesehen, wie sowas geht. Also diese schwebenden Würfel, die so ein bisschen aussehen wie Gamecubes, sag ich jetzt mal. Die werden dann von einer Horde Geister angegriffen und wir müssen sie quasi schützen. Ich habe aber noch nicht so ganz verstanden, lore-technisch, was diese Würfel sollen. Aber es werden hinterher ein ganzer Haufen Geister zurückgelassen, die wir einsammeln können. Und ich nehme an, dass die in diesen Geisterkisten sich geschützt haben. Irgendwie sowas. Naja, wie dem auch sei, wir schlendern mal gemütlich durch die verregneten Straßen von Shibuya. Richtung creepy Questgebäude. Das hier, glaube ich, sieht eher aus wie ein Bürogebäude als ein Wohngebäude. Das ist die Hauptquest. Den Onten-Schrein wollte ich erst noch machen. Das ist auch nicht das Gebäude. Na gut. Wir nehmen das, was wir kriegen können. Bevor wir jetzt hier lange rumsuchen, was wir beim letzten Mal machen wollten, machen wir einfach da weiter, wo sich gerade was ergibt. Ups. Und daneben geschossen, natürlich. Der war gut. So, wo ist denn... Ah, da ist es doch. Die Lichteffekte zerren manchmal ganz schön an der Übersicht. Ich meine, im Endeffekt macht ja alles Bock und Laune und ist interessant, was wir hier machen können, ne? Oh, oh. Er hat seins längst getan. Ich sag euch, die mit den Schirmen sind empfindlich gegen Wasser. Gut, wir haben auch 40% mehr Wasserdamage. Das macht sich natürlich auch direkt bemerkbar. So. Munition noch auffüllen. Ich glaube, wir haben 12 Schuss Maximum für das Wasser, für die Wassermagie. Gibt es hier irgendwo einen Tenge? Sieht nicht so aus. Zu Fuß nach oben? Ne. Hier. Das ist der Eingang zu dem Tempel. Das ist noch nicht das Tori. Spannend hier. Das ist eine größere Aufgabe, das zu lösen. Wir wurden gerade... Oh, verdammt. Mal, was da für Gegner warten. Wie konnte der uns denn durch das Mauerwerk da oben sehen? Das ist aber auch krass, oder? Also hier ist es richtig gefährlich. Da müssen wir hin, da. Hier ist es ja richtig creepy, ne? Diese Straßenmarkierung bewegt sich. Was ist denn hier los? Das habe ich ja noch nie gesehen. Oder ist es gar keine Straßenmarkierung? Ich bin gerade dezent verwirrt, was das soll. Aber irgendwie finde ich es auch cool. Okay, wie komme ich da hoch? Das ist nicht so einfach. Nee. Es gibt natürlich ganz bewusst keine Tengus hier.
Damit wir nicht so leicht dahin kommen. Oh oh. Na gut, kümmern wir uns erst um die Lady hier. Ja, gehen wir hier die Treppe hoch. Nee, das bringt auch nicht so viel. Da ist Nebel. Müssen wir mal schauen, wie wir da reinkommen. Also zuerst hier durch die Pforte, das ist klar. Dann hier hoch. Ah, okay. Ah, deswegen hat sie uns gesehen. Erwischt. Erwischt. Jetzt habe ich ihre Aufmerksamkeit. Erwischt. Gut. Hat gar nicht so viel Schaden gemacht, der Kram. Da ist noch eine. Ne, das war nicht gut. Oh, das war sehr gut. Das war sogar ein Kopftreffer. Noch ein Kopftreffer. Noch ein Kopftreffer. Ziele auf die Augen-Trophy freigeschaltet. Besiege insgesamt 20 Gegner mit Kopfschüssen. Geil. Okay. Schon vorbei? Also ihr seht, der Bogen ist wirklich deluxe overpowered, muss ich sagen. Das hat leider nicht so gut getroffen. Da sind Pfeile. Drei Kopfschüsse und sie ist weg. Eins. Zwei. Ich hatte sie gerade im Nacken. Gut. Das war sehr gut. Der Rückzug war taktisch genau richtig. War das der letzte? Ne, da vorne ist der letzte. Hier ist aber schon ein kleines Schreingebäude. Vielleicht kriegen wir hier was Cooles. Nö, nö, nö. Solange wir den Verteidigungsbuff noch haben, sollten wir lieber voranschreiten. Damit er gut genutzt wird. So, hier ist das Tori. Das letzte. Ah, das war's schon. Ein weiteres Mal lichtet sich der Nebel. Und ein großer Teil Shibuyas ist wieder zugänglich. Guck mal, wie die Krähen hier in Reihe und Glied stehen. So, noch ein paar Geister absorbieren. Kleine Waschschüssel. Auch mal wieder ein schönes Detail, finde ich. Oder ist das ein Trinkbrunnen? Das kann auch sein. Das würde die Schüsseln erklären. Ich weiß es nicht genau.
Oh, was ein Lärm hier mit den Krähen. Es dröhnt gerade richtig in den Ohren. Wir machen immer den Maximalbetrag. Ich möchte finden, wonach ich suche. Es kann. Möchte Jojo Ramen essen. Das habe ich auch noch nicht. Wir machen das nochmal. Ich glaube immer noch, dass das Lebensmittelläden sind, wo wir ein sehr, sehr starkes Heilitem kaufen können. Der Laden mit den Endlosnudeln? Das schafft mein Stoffwechsel nicht mehr. Sein Stoffwechsel ist, seit er tot ist, nicht mehr der allerbeste. Haniwa. Terrakotta-Statuen und Figuren, die während der Kofun-Zeit hergestellt wurden. Schaut ihr hier, so sehen die aus. Ganz hübsch. Das Pferd hat sogar ein Popo. Interessant. So. Gut. Hier war noch was. Achso, die Tür. Ja. Also, haben wir auch gelöst. Versteckspiel-Nebenquests freigeschaltet. Alte Wunden freigeschaltet. Wir machen jetzt mal hier weiter. Einfach, weil das auch gerade in der Nähe ist, ja? Ich will mal ein bisschen gucken, wie es hauptquestmäßig weitergeht. Das ist, glaube ich, das creepy Gebäude. Nee, nee, ist es nicht. Ich weiß leider nicht mehr genau, vor welchem Gebäude wir beim letzten Mal standen. Ich glaube aber einfach, dass es hier irgendwo in dem Block entweder ein Nebenmissionsgebäude war oder eins, wo wir noch ein Artefakt sammeln wollten. Das kann hier gewesen sein. Das ergibt sich alles mit der Zeit. Wie gesagt, das ist ja eh alles interessant, was wir hier erleben. Wir machen sowieso so gut wie alles. Zwar kein 100% Run, habe ich zumindest die Ambitionen momentan nicht dafür, aber natürlich schon möglichst vollständig Nebenquests machen, alles angucken, was wir so auf dem Weg finden. Das Gebäude ist eher so in im Erdgeschoss angelegt, scheinbar. Ich glaube, hier geht es gleich mächtig ab. Klar. Toll. Noch mehr davon. Ausgerechnet jetzt. Kriegen wir das Licht wieder an? Ja, doch einmal ist drüben hinter der Taschenlampe. Oh, ich habe ja auch eine Taschenlampe. Wer weiß, was wir finden. Aber die ist ultra schwach. Guck mal, die leuchtet gar nichts. Wir machen so viele Geister, wie es geht, Stealth platt. Taschenlampe hilft wirklich nur ganz marginal. Besser ist es mit der Geistersicht. Die nutzen wir natürlich auch. Die wertvollen Pfeile dürfen wir nicht vergessen. Bild nicht verfügbar, bis sich der Nebel verzieht. Ich gehe heute Abend etwas später zur Arbeit. Der Nebel ist so dicht, dass ich gar nicht aus dem Haus will. Ich warte einfach hier, bis er sich verzogen hat. Da hast du, glaube ich, sehr lange gewartet. Lady hier machen wir mit Stealth platt. Dreh dich weg, bitte. Auf das Licht scheinen sie nicht zu reagieren. Voll daneben gezielt. Das war gut. Ich hatte gerade leichten Knick in der Optik. Keine Ahnung, was da gerade los war. Braucht mal wieder eine neue Brille. So sieht's aus. Okay. Ich weiß nicht, ob die das mitkriegen, wenn wir hier auf diese Nupsis schießen. Ich hatte kurz den Eindruck, dass das ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Und
Der hat gerade irgendwas gecheckt von uns. Haben wir hier was umgeschmissen? Oder ist er einfach nur ultra aufmerksam? Aber klappt doch ganz prima hier bis jetzt, ne? Ja, ja, komm. Der ist fällig jetzt. Zack. Überfällig. Oh, da ist noch einer. Oh, das ist eine starke. Oh, verdammt. Ich würde sie am liebsten auslassen, ne? Die macht uns die Hölle heiß. Aber diese Cops sind auch nicht ohne. Na, kommst du zu mir? Oder läufst du deine Routine? Questziel auch ganz cool. Geh weiter. Okay, ich gehe weiter. Den haben wir jetzt. Okay. Ja. Nee, ich lasse die Lady weg. Ist mir zu heiß, sag ich euch ganz ehrlich. Wo müssen wir denn hin? Geh weiter, heißt es immer noch. Ich suche jetzt hier nochmal ein bisschen nach Loot ab. Vielleicht finde ich noch einen Köcher. Pfeile sind immer super gut. Maker natürlich auch. Wer weiß, was wir sonst noch übersehen haben. Natürlich ist das wertvollste Loot in der Nähe von der Geisterlady, das ist ja ganz klar. Warum sollte es auch anders sein? Ach, wisst ihr was? Na? Oh, die hat irgendeine Fernattacke drauf. Nope. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Uhuhu. Die mag mich. Wir haben keine Wahl. Los geht's. Ja. Ich hatte schon die Wahl. Ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, mit ihr zu kämpfen. Ah, komm. So. Eiskalter Killer. So. Hier ist noch was zum Essen. Lecker Unterweltcracker. Lieb ich. Ich bin ein bisschen von der Taschenlampe enttäuscht. So, was haben wir hier noch nicht entdeckt? Ein bisschen was zu essen. Und da, wo die Lady unterwegs war, war noch irgendwas Großes, Schimmerndes. Das muss ich mir natürlich auch nochmal angucken. Hier geht's wohl raus. Ach ja, ein Relikt. Rote Schuhe, hübsch. Ein paar rote Schuhe, die angeblich einem kleinen Mädchen gehörten, das in ein fernes Land gebracht wurde. Ist das Dornröschen oder was? Ein paar rote Schuhe, die einem kleinen Mädchen passen würden. Solche Schuhe sind ein bekanntes Souvenir aus Yokohama. Man kann dort sogar Schokolade und Kuchen in Form der Schuhe kaufen. Das ist also ein Kultursymbol. In Japan gibt es ein berühmtes Lied mit dem Titel Rote Schuhe, geschrieben von Ojio Noguchi und komponiert von Nagayo Motori. Es ist ein trauriges Kinderlied über ein Mädchen mit roten Schuhen, das in ein fernes Land gebracht wurde. Ob es auf einer wahren Geschichte beruht, ist umstritten, doch eines ist klar. Es ist nirgendwo so schön wie daheim. Okay. Zur Kenntnis genommen.
Das war aber nicht das leuchtende Objekt, was die Geisterlady bewacht hat. Allerdings scheint es hier nicht mehr wirklich viel zu geben. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht, dass da noch irgendwas Krasses zu holen war. Die Quest lautet immer noch, gehe weiter. Ich weiß leider nicht, wo wir hin sollen. Wir sind ja von hier gekommen. Jetzt gehen wir nochmal diagonal hier durch. Gucken, was wir hier noch verpasst haben könnten. Da, doch, da leuchtet was. Das, ja, okay, das war sowas einfach. Das war einfach ein bisschen Spirit. Ah. Hat sich aber auch von der Nahrung her schon mehrmals gelohnt, hier rumzulaufen. Vor allem der Unterweltkram ist ja richtig gut. So, Strom wieder da gleich. Jetzt, um genau zu sagen. Was zur Hölle ist noch ein Relikt. Zwei in einem Dungeon, sag ich mal. Akabeko, eine rundliche Kuh aus Fukushima, die von einer Volkssage inspiriert wurde. So sieht das aus. Die sieht ja drollig aus. Ein traditioneller Kunstgegenstand aus Atsuwakamatsu in Fukushima. Es stellt eine rundliche rote Kuh dar. Drückt man auf den Kopf, wippt er auf und ab. Es ist ein bei Touristen beliebtes Souvenir. Ja, ich würde sagen, ich würde mir sowas auch kaufen, wenn ich da Urlaub machen würde. Sage ich euch ganz ehrlich. Finde den witzig. Mündliche Überlieferungen aus der Aizu-Region zufolge sind rote Kühe Boten des Glücks. Und es gibt Legenden darüber, dass sie Menschen vor Krankheit bewahren, beim Transport von Gütern helfen und vieles mehr. Eine Statue jener Kuh, auf der die Akabeko basieren sollen, steht bei Enzoji, einem buddhistischen Tempel in Fukushima. Das war mal eine Fülle an Kulturinformationen. Ja, Questziel ist immer noch, geh weiter. Aber jetzt haben wir den Strom hergestellt. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Hier hoch? Wir sind ja irgendwo von da hinten gekommen. Was sagt denn der Questmarker? Wir gehen Richtung Questmarker. Ich glaube, da kommen wir her, oder? Ja, hier kommen wir her. In dem Raum. Okay, hier kommen wir schon mal doch nicht her. Okay, dunkel. Hello Darkness, my old friend. Ist das ein Motorrad? Können wir Motorrad fahren? Es ist ein Motorrad. Das sieht man. Da lag auch ein Motorradhelm auf der Werkbank. Siehst du an. Geil. War Rinkos aufgemotztes Motorrad. Und nun? Können wir das Ding fahren? Sag bloß. Und was ist daran aufgemotzt? Hat irgendeine Anti-Geister-Technologie, soweit ich weiß. Theoretisch sollten wir damit durch den Nebel kommen. Ach was, wirklich? Und wie sieht's praktisch aus? Sei still. Gib mir einen Moment. Ich muss die Quest, das Video leider beenden. Weil gleich die halbe Stunde voll ist. Ach, es springt nicht mal an. Natürlich nicht. Der Treibstoff fehlt. Und der Turbolader ist auch Schrott. Wir brauchen ein neues Turbinenrad, um es wieder zum Laufen zu kriegen. Das eigentliche Problem ist das duftende Unterweltöl. Das... was? Das ist kein normales Bike. Es kann ohne Probleme direkt durch den Nebel fahren. Aber dafür benötigt es ein spezielles Öl von der anderen Seite. Und das fehlt uns. Okay,
Und wo bekommen wir das her? Keine Ahnung. Du... Alles klar. Was sollen wir das machen, wenn du schon keine Ahnung hast? Geh mal ran. Das sind bestimmt ein paar wohlgemeinte Ratschläge. Da gehen wir gleich dran. Kamera ist mittlerweile schon aus, wahrscheinlich. Ich beende die Folge. Wir sind schon über eine halbe Stunde lang. Nächstes Mal, dann mit einem neuen Bike ausgerüstet, geht's quer durch den Nebel. Haut rein und bis dann. Ciao.